In diesem Videotutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Ihrem Weblog neue Artikel anlegen und bereits existierende verwalten. Außerdem möchte ich darauf eingehen, wie Sie Ihre Artikel mit Medien versehen können. Um neue Artikel anzulegen, gehen Sie entweder auf das Dashboard Ihres Weblogs oder direkt auf Neue Artikel anlegen oder Artikel verwalten. Wir gehen zunächst auf das Dashboard. Auf dem Dashboard Ihres Weblogs haben Sie die Möglichkeit, über QuickPress direkt schnell und einfach einen Beitrag anzulegen. Einfach einen Titel eingeben, den Inhalt schreiben, Schlagwörter angeben und auf Publizieren klicken. Sie können dies aber auch verwenden, um Entwürfe Ihrer Beiträge zu erstellen. Einfach auf Speichern klicken und Sie haben anschließend die Möglichkeit, unter Bearbeiten, Artikel bearbeiten, auf die Entwürfe zurückzugreifen. Unter Bearbeiten finden Sie alle Ihre Beiträge, die bereits veröffentlicht worden sind, die Sie verworfen hatten, haben, also in den Papier gelegt haben, oder die Sie als Entwurf in Ihrem Blog zur Verfügung gestellt sind. Klicken Sie auf Erstellen unter Artikel, haben Sie die Möglichkeit, neue Artikel anzulegen. Hierzu legen Sie zunächst einen Titel fest. Sobald Sie den Titel festgelegt haben und auf den Text-Edit-Feld klicken, sehen Sie, dass ein Entwurf gespeichert worden ist. Dieser Entwurf garantiert Ihnen, dass Sie auch später wieder unter Bearbeiten diesen Beitrag finden und ihn weiter editieren können oder wenn diese Seite hier geschlossen wird, dass dieser Entwurf gespeichert bleibt. Außerdem ist nach dem Anlegen eines Titels auch ein Permalink generiert worden, der das Datum enthält und den Titel als URL. Sie haben die Möglichkeit, diese URL zu verändern. Das heißt, zum Beispiel Schreibfehler rauszunehmen oder komplett eine andere URL festzulegen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel während des Schreibens des Textes auf einen anderen Titel kommen und das dann nicht mehr mit dem Permalink übereinstimmen würde. Allerdings nach dem Veröffentlichen sollten Sie nicht mehr diesen Permalink verändern. Einen kleinen Text habe ich jetzt vorbereitet, den will ich jetzt kurz einfügen, um Ihnen verschiedenste Editiermöglichkeiten zu zeigen. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, einen Link hinzuzufügen über dieses Kettensymbol. Da gebe ich jetzt erstmal die Adresse von Werder ein. Einfügen. Sie haben die Möglichkeit, Hervorhebungen zu machen über Bold und verschiedene andere Einstellungsmöglichkeiten. Über diesen unscheinbaren Button hier können Sie die Werkzeugleiste erweitern und bekommen hier noch weitere Möglichkeiten des Editierens. Zum Beispiel können Sie hier Überschriften definieren, zum Beispiel für die Fotos können wir Überschrift 2 definieren und für die Videos auch Überschrift 2. Gut, wenn Sie das vorgenommen haben, haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, natürlich verschiedenste Medien zu ergänzen. Ich möchte Ihnen hier an der Stelle zeigen, wie Sie ein Bild einfügen können über den Rechner. Hier klicken Sie einfach auf Add Media, hier das erste Symbol Bild einfügen. Da bekommen Sie die Möglichkeit, hier entweder den Flash-Uploader zu benutzen, der standardmäßig eingestellt, oder Sie wechseln auf den Browser-Uploader. Das empfehlen wir Ihnen auch, weil der Flash-Uploader durchaus auch mal Fehler bereiten kann. Wählen Sie also den Browser-Uploader, gehen Sie auf Durchsuchen, wählen Sie das Bild auf Ihrem Rechner, klicken Sie auf Öffnen und dann auf Hochladen und es wird nun das Bild hochgeladen. Sobald das Bild hochgeladen worden ist, Sie die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen, alternativen Text anzuzeigen oder eine Beschriftung hinzuzufügen. Das tun wir einfach mal kurz. Sie haben die Möglichkeit noch, wo soll die Ausrichtung des Textes stattfinden. Wir sagen einfach mal keine Ausrichtung, das heißt, es soll einfach im Text sein, es soll eine Miniaturansicht sein. Klicken auf Artikel einfügen und dann werden Sie sehen, dass genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, unter Fotos nun das Bild von Thomas Schaaf drin ist. Wir können noch weitere Bilder hinzufügen. Hierzu können Sie zum Beispiel die Google-Suche verwenden. Allerdings möchte ich Ihnen hier den Hinweis geben, gehen Sie bitte auf die erweiterte Bildersuche und geben Sie unter Nutzungsrechte an nur zur Wiederverwendung gekennzeichnet. Das heißt, Bilder sind, wenn sie im Internet zur Verfügung gestellt werden, eigentlich nicht zur Weiterverwendung, also eingerichtet, sodass sie eigentlich nicht in Ihrem Weblog benutzt werden können. Sind sie aber zur Wiederverwendung gekennzeichnet, können Sie diese auch gerne in Ihren Weblog einbauen. Wir machen jetzt hier mal ein weiteres Bild, suchen wir.
über die Google-Suche, haben hier zum Beispiel eins vom Pokalfinale noch gefunden, lassen uns das ganze Vollbild anzeigen, holen uns hier nochmal die URL des Ganzen, kopieren uns das mit Steuerung C, gehen wir wieder unter Add Media, nur diesmal unter den Punkt von URL, geben die URL ein, geben hier noch eine Bildbeschreibung hinzu, geben in Artikel einfügen und wir sehen auch hier, das Bild ist nun eingefügt. So, dann haben Sie noch die Möglichkeit, Videos einzufügen, zum Beispiel von YouTube. Dazu nutzen Sie hier diesen Button, den leicht goldenen Button, den Anarchy Media Player. Hierzu benötigen Sie aber zunächst die URL Ihres Videos. Das habe ich schon vorbereitet, das heißt, ich habe mein Video bereits bei YouTube hochgeladen. Ich kopiere mir wieder über Steuerung C das Video heraus, nehme den Anarchy Media Plugin, kopiere mit Steuerung V die URL meines Videos hinein, klicke OK und Sie sehen, dass hier ein Embed-Code generiert wird. Den standardmäßigen Embed-Code von YouTube können Sie hier leider in unserem Blogsystem nicht verwenden. Gut, wenn Sie das vorgenommen haben, sehen Sie, wir haben einen Beitrag erstellt, der so ganz nett noch zu editieren ist. Sie könnten auch noch weiteren Text hinzufügen, ansonsten ist das jetzt hier schon ganz nett. Sie können nun Schlagwörter hinzunehmen. Ich nehme hier mal Werder, Pokalfinale, also Schlagwörter, die diesen Beitrag spezifizieren. Sie können eine neue Kategorie hinzufügen. Ich nehme hier natürlich jetzt Werder Bremen als Kategorie, füge die hinzu. Dann haben Sie am Ende noch die Möglichkeit, eine Diskussion zu erlauben, also Kommentare erlauben oder Track oder Pingbacks zu erlauben. Und wenn Sie mit Ihrem Beitrag fertig sind, können Sie nun auf Speichern klicken. Dann verweilt er unter Bearbeiten und im Entwurfstadium. Sie können auf Vorschau klicken, um sich eine Vorschau Ihres Beitrags anzuschauen, oder Sie klicken direkt auf Publizieren. Wenn Sie auf Publizieren klicken, dauert es einen kleinen Augenblick und dann bekommen Sie hier den Hinweis, Sie können sich den Artikel ansehen. Da klicken wir drauf und dann sehen wir hier im Frontend unseres Beitrags diesen Artikel Werder im Pokalfinale 2009. Sie sehen die Fotos, die wir integriert haben. Zum einen durch Upload, zum anderen über URL und natürlich auch das Video, was wir integriert haben. So viel zum Erstellen eines Artikels. Sie können, wie gesagt, hier über die Top-Navigation nun schnell zurück auf Artikel verwalten. Und wenn Sie auf Artikel verwalten sind, sehen Sie hier unter Veröffentlichte Hallo Welt-Artikel. Den können Sie übrigens löschen, der ist bei Ihnen standardmäßig auch drin, den können Sie in den Papierkorb legen. Und Sie haben hier natürlich den Artikel, den wir eben erstellt haben, über Quick Edit. Können Sie zum Beispiel jetzt auch noch flink den Titel verändern. Sie können eine weitere Kategorie hinzufügen und noch einen anderen wichtigen Punkt. Sie können hier diesen Artikel als oben behalten definieren. Das heißt, dass dieser Artikel im Gegensatz zu allen anderen Artikeln, die bei neuen Artikeln nach unten rutschen würden, dieser Artikel würde dann immer oben bleiben. Das wird so weit gekennzeichnet, wenn Sie hier auf Artikel aktualisieren klicken, dass hier steht Sticky. Gut. Ansonsten haben Sie noch die Möglichkeit, unter Schlagwörter all die Schlagwörter, die Sie bereits in Artikeln verwendet haben, zu verwalten, zu verändern. Und Sie können auch hier unter Kategorien Ihre Kategorien bearbeiten und verändern. Soweit zu diesem Videotutorial, das Ihnen einen kurzen Überblick über das Erstellen von neuen Artikeln in Ihrem Weblog vermitteln sollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.